Mit einem Achtungserfolg hat sich der Landesligist Dessau 05 aus der Sommerpause zurückgemeldet. Gegen den Verbandsliga-Aufsteiger Imo Merseburg gelang der Jeneke 11 ein beachtliches 5:1. Ex-05-Trainer Dirk Metzger zeigte sich beeindruckt und mutete den Kickern sogar den Aufstieg zu, wenn diese Stärke Standard werden solle. Trainer Frank Jeneke war zufrieden mit der Leistung seiner Elf, auch wenn gegen Merseburg gleich 4 Spieler fehlten. Ja, eine Platzierung natürlich ganz, ganz vorne. Also wir wären ein schlechter Trainer, wenn man das nicht sagen würde. Aber ich sage einfach nicht, wir wollen und müssen heute einen Platz erreichen. Ich sage, wir möchten ganz oben dabei sein, weil wer Fußball ist, wer Trainer ist, wer schon viele Jahre im Fußball unterwegs war, weiß, das, was heute Bestand hat, kann durch Verletzungen und sonst welche Ausfälle morgen schon wieder Makulatur sein. Immerhin kamen 80 Zuschauer in den Schillerpark, um der Partie beizuwohnen. Und was sie dort zu sehen bekamen, war ein absolut gut aufgelegter Max Eschner, der sich fast schon in einen rausspielte. So kann's weitergehen. Und wer weiß, vielleicht spielen die Schillerpark-Kicker ja tatsächlich in dieser Saison um den Aufstieg.